Hallo, servus liebe Leute und herzlich willkommen in unserer zweiten Folge. Wir sind im Gespräch mit Philipp Madertaner, dem Gründer und CEO vom Campaigning Büro und wie wir seit der ersten Folge wissen, Business Gladiators. Jawohl. Philipp, welcome back. Dankeschön, freue mich sehr, wieder hier zu sein. Philipp, wir haben in der ersten Folge viel über die Großwetterlage gesprochen, über die Motive der Gründung der Business Gladiators, über deinen Zugang sozusagen für Campaigning Büro, über die Learnings aus der Politik für die Unternehmer. Und jetzt würde ich in diesem zweiten Einstieg dich gerne noch einmal detaillierter durchleuchten, sage ich einmal als Unternehmer, nämlich auch am Beispiel Philipp Madertaner, diese Prämissen einmal verifizieren lassen, die du uns geschildert hast. Wie gehst du das in deinem Unternehmen an? Hast du dort auch die überlegt, welche Emotionen vermitteln wir da? Welche Begeisterung können wir dir übertragen? Also wie bist du sozusagen als Unternehmer in deiner eigenen Haut, in deinem eigenen Unternehmen aufgestellt? Absolut. Also ich würde sagen, dass ich es unbewusst wahrscheinlich von Beginn an auch so gemacht habe, aber erst danach für mich die Dinge methodisch analysiert habe. Also das, so würde ich es wahrscheinlich formulieren. Eines ist klar, schon das erste Unternehmen Campaigning Büro wie auch dann Business Gladiators, beide sind eigentlich entstanden aus ganz klaren Überzeugungen oder, wenn man so will, aus einer Unzufriedenheit mit dem Status Quo. Ja? Ich glaube, dass wir oft, wenn wir uns annähern an diese Themen und uns fragen, okay, was ist jetzt die Mission des Unternehmens, was ist die DNA des Unternehmens, was steckt da emotional dahinter? Ich glaube, man sollte aufpassen, das nicht zu einer intellektuellen Übung verkommen zu lassen. Ja, also wir tun uns wahrscheinlich manchmal nicht so leicht, was ist die große Mission zu beantworten, aber wenn wir zum Beispiel darüber diskutieren, was ärgert dich, was macht dich wahnsinnig, was treibt dich in den Wahnsinn, was treibt dich zur Weißglut, da könnten wir beide jetzt wahrscheinlich eine leidenschaftliche Diskussion führen und würden wahrscheinlich draufkommen, dass viel von diesem Ärger auch in der Gründungsemotion unserer Unternehmen drinnen steckt. Ja, ich unterstelle dir mal, dass du dir wahrscheinlich gedacht hast am Anfang, ja, dass es eben nicht diese ausreichende und qualitative Form der Abdeckung auch der Startup-Szene in einem medialen Bereich gibt, dass du wahrscheinlich damit unzufrieden warst, wie diese Dinge da präsentiert worden sind. Und bei mir war es im Campaigning-Büro schlicht und ergreifend, dass ich mit zwei Dingen wirklich unzufrieden, und unzufrieden ist ein Hilfsausdruck, ja, unzufrieden war. Das eine ist, ich habe zwei Dinge festgestellt. 2008 hat ein gewisser Barack Obama die US-Präsidentschaftswahl gewonnen und alle haben wie die Wahnsinnigen in die USA geschaut und gesagt, unglaublich, was da abgeht, faszinierend, was hat der da gemacht, Millionen Menschen bewegt, Tränen in den Augen, grande Emotionen, ja. Also das ist dort gelungen. Und ich bin danach wirklich von Konferenz zu Konferenz gefahren und habe mir das wirklich versucht anzuschauen, was haben die gemacht, war auch in den USA vor Ort und habe versucht, das zu lernen. Und habe immer wieder, wenn ich mich umgedreht habe, natürlich auch andere Kollegen aus Europa, vor allem auch aus dem deutschsprachigen Raum gesehen. Und habe dann irgendwie festgestellt, die haben sich das auch angehört und haben dann danach ihre Bücher zusammengeklappt und haben gesagt, ja, es war wirklich spannend, aber es geht bei uns sowieso alles nicht. Und sind gegangen. Und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, das gibt's ja nicht. Wie kann das sein? Wie kann man so unfassbar arrogant sein, sich die größte Innovation, die gerade vonstatten geht, anzuschauen und zu sagen, geht bei uns alles sowieso nicht und zu gehen. Irre. Also ein Antrieb war mal zu sagen, ihr seid einfach alle wirklich arrogante und wahrscheinlich auch faule Affen, entschuldige, wenn ich so sage, ja. Ihr macht euch einmal die Mühe doch zuerst und setzt euch hin und zerlegt das, was die dort in den USA getan haben, in seine methodischen Bestandteile, nehmt es mit nach Europa und baut es hier wieder zusammen. Die Arbeit hat sich bis heute niemand gemacht. Das ist wirklich faszinierend. Was? Und es ist eigentlich aus meiner Sicht ein Großteil des Erfolges vom Campaigning Büro. Das war die erste Emotion. Und die zweite Emotion war, ich habe lange Jahre in der Politik gearbeitet und ich habe eine Sache schwer ausgehalten, nämlich, dass man sich immer in den eigenen Silos bewegt. Ja, also die Politikmenschen bleiben immer unter sich, die Corporate-Menschen bleiben immer unter sich, die NGO-Menschen bleiben immer unter sich. Dabei könnten die alle voneinander lernen. Und so habe ich für mich beschlossen, diese Kampagnendenke, die ich da modelliert habe aus den US-Wahlkampagnen, die ist für mich ein Ansatz, der nicht nur für Politik gilt, sondern der branchenübergreifend funktionieren soll. Und meine Emotion war schon, was an den Start zu bringen, dass man interdisziplinär auch umsetzen kann. Und das waren diese zwei Triebfedern, die ich gehabt habe. Also eigentlich eine massive Unzufriedenheit, wie die Dinge laufen. Und ehrlicherweise habe ich nichts anderes getan, als auf Bühnen aller Art über diese Unzufriedenheit zu sprechen und darüber zu sprechen, was ich glaube, wie es sein müsste. Und das Ergebnis war Nachfrage für das Angebot meines Unternehmens. Ich besitze nicht mal eine Keynote-Slide, wo unser Angebot draufsteht. Ja? Also es gibt da kein Keynote-Slide im ganzen Campaigning-Büro, wo unser Angebot draufsteht. Wir haben das noch nie präsentiert. Alles, was wir tun, ist, wir reden über unsere Überzeugungen. Wir reden über das, woran wir glauben. Wir reden über das, was wir glauben, das schiefläuft, wie die Dinge sein sollten und woran wir glauben. Und das schafft eine gewisse Anknüpfbarkeit für Menschen und ich glaube, so funktioniert es. Und das ist es, was ich meine, wenn ich von der Uremotion eines Unternehmens rede. Was ist diese Emotion, die dich antreibt, das zu tun, was du tust? Und manchmal fällt es uns halt leichter, eher in der Kategorie Ärger
zu suchen, als in der Kategorie, oh, das ist so toll und diese tolle Vorstellung von dieser tollen Welt treibt mich so an. Manchmal ist es einfach Unzufriedenheit. Und die zu finden und die zum Teil deiner DNA zu machen und auch zum Teil deiner Erzählung zu machen, das ist eigentlich der Schlüssel. Darfst du, ist das vertraulich, oder darfst du über deine Überzeugungen, eure Überzeugungen sprechen? Was ist sozusagen im Campaigning-Büro und was glaubt sie an? Was glaubt Philipp Madertaner? Was sind deine Goals? Ich spreche darüber seit Jahren. Ja, offen, also ich sage immer ganz salopp, ich erzähle unsere Geschäftsgeheimnisse seit 7 Jahren auf jeder Bühne. Ne? Aber es führt offenbar trotzdem nicht dazu, dass irgendjemand es uns gleich tut, was schon eine faszinierende Sache ist, muss man ehrlich gestehen. Ich kann ein paar Dinge sagen. Ja. Das eine ist, ich glaube vor allem anderen, ja, dass in einer vernetzten Welt, in einer Welt, wo wir jeden Tag alle miteinander vernetzt sind, Mobilisierungskraft, also die Fähigkeit, Menschen für eine Sache zu begeistern und zu bewegen, eine Skill ist, die jedes Unternehmen, jede Bewegung, jede NGO beherrschen muss. Ich glaube, Mobilisierungskraft ist die neue Währung in einer vernetzten Welt. Ich glaube, sie kann Euros, Budget, Media Power wettmachen. Die Fähigkeit, Menschen zu bewegen, ist die Core Skill aus meiner Sicht in einer vernetzten Welt. Das ist das erste Fundament meiner Überzeugung. Ist das angeboren oder kann man das lernen? Was ist angeboren? Die Überzeugung? Dieser Skill. Der Skill ist angeboren. Ich glaube, es ist jedenfalls, was man lernen kann. Ja, ich glaube, wir sind alle, also der Mensch ist ein Herdentier, ja, ein Rudeltier, um es genau zu sagen. Ja. Also ich glaube, wir sind alle dazu angetan, uns mit Gleichgesinnten zu umgeben. Das ist in unserer DNA, das ist auch evolutionär bedingt. Wir streben danach, uns mit Gleichgesinnten zu umgeben. Und es werden diejenigen erfolgreich sein, die in der Lage sind, Gleichgesinnte unter ihrem Leadership zu organisieren. Ja. Okay. Egal, ob ich jetzt Unternehmen bin oder ob ich Organisation oder NGO bin. Also das ist das Erste, woran ich glaube. Ja. Das Zweite, woran ich glaube, ist, Menschen kaufen Überzeugungen immer und überall. Ja, also ich glaube wirklich, Menschen kaufen weniger denn je Produkte. Ja, ich glaube, was wir eigentlich kaufen, keine Frage, auf einer Ebene des Basisbedarfs des täglichen Lebens kaufen wir Produkte. Ja. Ich glaube aber schon, dass wir eines sehen, weitestgehend in Europa, aber auch in vielen Teilen der Welt, die Wohlstandsgesellschaft entwickelt sich weiter. Was heißt das auch? Eines der wenigen Modelle, die ich aus meinem Betriebswirtschaftsstudium mitgenommen habe, war der gute alte Maslow mit seiner Bedürfnispyramide. Wir klettern die Bedürfnispyramide hinauf. Ja? Und jeder, der sich das Modell schon mal vor Augen geführt hat, wird merken, naja, wenn die ersten Grundbedürfnisse erfüllt sind, wie Sicherheit, Nahrung, Dach über dem Kopf und so weiter, also wenn die Basics erledigt sind, was in weiten Teilen der Gesellschaft der Fall ist, dann kommen wir plötzlich in Bedürfnisse der sozialen Zugehörigkeit und der Verwirklichung. Mhm. Ja? Und das ist genau die Tendenz, die wir erleben. Das ist die globale Meta-Entwicklung, die wir sehen. Menschen streben zunehmend nach Zugehörigkeit und Verwirklichung. Das sind Meta-Bedürfnisse auf einer Ebene, wie sie von Unternehmen heute noch zu wenig adressiert werden. Viel zu viele Unternehmen adressieren funktionale Bedürfnisse. Die sind aber weitestgehend gesättigt. Ganz ehrlich, manche Menschen haben 3 Handys und fahren 2 Autos. Also Supermärkte sind immer und überall, also die funktionalen Bedürfnisse sind in weiten Teilen der Gesellschaft gesättigt und zunehmend gesättigt. Das heißt, wie erreichen wir Menschen? Natürlich nicht, indem wir das Funktionale adressieren, sondern indem wir ihre Wachstumsbedürfnisse adressieren. Und das ist soziale Zugehörigkeit und Verwirklichung. Und ich bin davon überzeugt, das ist es, was Menschen mehr denn je kaufen. Und die Unternehmen, die das in Wahrheit verkaufen, ja, das werden diejenigen sein, die erfolgreich sind. Das erfordert ein völliges Umdenken in den Unternehmen. Das sind nur 2 Gedanken, 2 fundamentale Überzeugungen, die wahrscheinlich allem zugrunde liegen, was ich tue. Und das ziehst du in jeder Firma das vollkommen durch? Ja, absolut. Also auch Business Gladiator, das basiert ja auf der gleichen Überzeugung. Es macht was anderes draus. Wir sagen oft bei uns im Unternehmen, im Campaigning-Büro, ganz scherzhaft, aber es ist doch ein Fünkchen Ernst dahinter, wir könnten auch Mineralwasser verkaufen. Mhm. Wir würden es genau gleich tun. Okay. Ja? Wir würden es mit dem gleichen Spirit tun. Wir würden es mit den gleichen Überzeugungen tun, mit den gleichen Werten tun. Ja? Also die Mission, also die Art und Weise, wie wir uns dieser Vision verschreiben, das könnte alles Mögliche sein. Ich könnte mit der gleichen Überzeugung, die ich dir hier jetzt geschildert habe, könnte zum Beispiel auch ein Startup, das eine tolle Idee hatte, Soul Bottles. Ja? Ich könnte Soul Bottles machen, ja? Und damit einen Beitrag leisten zu einem erhöhten Bewusstsein, zu mehr Leidenschaft und Spirit in Meetings. Ja? Also es gibt viele Wege, die zum Ziel führen. Ich wage jetzt noch einen sozusagen 360-Grad-Blick auf den Philipp. Schauen wir mal, ob mir das gelingt. Es gibt ja in der Startup-Szene immer wieder den Spruch, work smart, not hard. Ja. Was sagst du dazu? Arbeitest du hart? Ja. Wie war der Weg? Wie waren die letzten 7 Jahre? Super Spruch, finde ich. super Spruch, finde ich. Spannendes Thema. Also ich habe dazu mehrere Blicke drauf. Das eine ist, ich glaube schon, wir kriegen durch
Social Media, Instagram, Facebook und so weiter, ein völlig verklärtes Verständnis drauf, was es braucht, um erfolgreich zu sein. Wenn ich heute auf Instagram gehe, dann habe ich ja den Eindruck, jeder ist erfolgreich, jedem läuft super, alles ist großartig und overnight passieren die großen Erfolge. Und ich meine, ganz ehrlich, so ein Bullshit, ja, es ist unfassbar und wir beide wissen das. Wir sind beide Unternehmer und es schauen wahrscheinlich auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer zu. Es ist verdammt harte Arbeit, Halleluja. Also was ich in den ersten Jahren meines Unternehmens gearbeitet habe, was ich im ersten Jahr meines Unternehmerseins gearbeitet habe, ich weiß es noch, weil ich habe damals einen Sidetrack noch eröffnet, um mir wirklich auch mein Dasein zu finanzieren und habe viele Wochenenden dann auch Weiterbildung gegeben. Ich habe im ersten Jahr meines Unternehmerseins gezählte 32 von 52 Wochenenden durchgearbeitet. Warum? Ja. War relativ anstrengend, würde ich heute 10 Jahre später vermutlich nicht mehr schaffen. Ja? Ja. Ich habe gearbeitet wie ein Ochse und ich habe so viele Phasen gehabt in meinem Unternehmerdasein, wo ich arbeite wie ein Irrer. Es hat sich eine Sache jetzt über die Jahre verändert und die ist großartig und ich bin unendlich dankbar und freue mich sehr und weiß aber auch, dass es auch Ergebnis meines eigenen Zutuns ist. Viele Dinge, die ich heute tue und mein eigener Beitrag zum Unternehmen oder zu den Unternehmen hat sich vollkommen verändert. Viele Dinge, die ich heute tue, empfinde ich nicht mehr als Arbeit. Okay. Ja, und das ist, glaube ich, der große Change, der passiert ist. Ich arbeite heute im Campaigning-Büro, ich bin in keinem einzigen Projekt involviert. Ja, ich arbeite ausschließlich strategisch, ich bin ausschließlich Führungsaufgaben, Weiterentwicklung des Unternehmens, Pflege und Weiterentwicklung der Werte, Arbeit an unserer Vision, Arbeit an den Geschäftsfeldern, Arbeit mit dem Führungsteam, Coachen meiner engsten Führungsmitglieder, ja, das ist mein Job, das ist für mich keine Arbeit, ich liebe es, es ist großartig. Im neuen Unternehmen beginnt die Evolution jetzt wieder von vorne, da greifen wir teilweise ordentlich rein, ja, also ja. Da beginnt es wieder von vorne, aber damit die Antwort auf deine Frage ist, ich glaube, es ist unfassbar viel Arbeit, ja, ja. Und wer glaubt oder hofft noch, also innerhalb kürzester Zeit muss sich der Erfolg einstellen, du wirst extrem frustriert sein, ja, du wirst extrem frustriert sein, weil das siehst du leider auf Instagram nicht, ja, die tausenden leeren Kilometer, die jemand macht, die Dinge, die nicht funktionieren, es ist unendlich viel Arbeit und wenn du nicht bereit bist, den Job zu tun und wenn du nicht bereit bist, dich reinzuknien und alles zu geben, dann wird es auch nichts werden, es ist, ja. Es ist nicht Lotto, ja? Außer du nimmst die Chancen vom Lotto, die sind relativ gering. Also ich würde nicht spielen. Das stimmt. Ja? Als wir damals unser erstes Interview gemacht haben, im Jahr 2000, oder vor 2 Jahren, sage ich einmal, da haben sich dann viele Leute bei mir gemeldet, kennst den Philipp, kannst mich connecten, also du bist da sehr gefragt und könnte er dort Keynote machen und so weiter und so fort. Mhm. Was ich damit sagen will, es wollen die Leute oder wollten die Leute schon sehr stark mit der Person Philipp Madertaner arbeiten. Wie hast du das dann geschafft? Weil das ist natürlich die hohe Kunst, das Unternehmen so aufzubauen, dass das nicht mehr existenziell ist. Weil da sage ich Hut ab. Ne? Absolut. Also erstens vielen Dank. Es war auch das harte Arbeit. Ja. Ja. Und die Antwort ist auch hier zweigeteilt. Das eine ist, wir werden mit Business Gladiators ja jetzt diesem Anspruch gerecht, dass es Menschen gibt, vor allem im unternehmerischen Bereich, die gerne mit mir arbeiten wollen. Es gibt halt nur leider eine bestimmte Form, in der das möglich ist. Also es wird nicht möglich sein, mit Unternehmerinnen und Unternehmern auf einer One-on-One-Basis Breites zu arbeiten. Das ermöglicht weder meine Zeit noch meine Ressourcen. Aber es wird jetzt bei Business Gladiators die Möglichkeit geben, direkt von mir zu lernen, ja, direkt mit mir in unterschiedlichen Gruppensettings, ja, und größeren Gruppen auch, direkt mit mir zu arbeiten. Ja? Wahrscheinlich nicht oder extremst limitiert One-on-One, ja? Aber es wird eine Form geben, wo man wirklich dem Anspruch auch gerecht werden kann, mit mir direkt zu arbeiten. Das ist die eine Sache. Und im Campaigning-Büro ist die Antwort aus meiner Sicht glasklar. Der erste Schritt ist, du musst immer von deinem eigenen Ego trennen und die Annahme über Bord werfen, dass sich alles um dich dreht. Es mag schon sein, dass sich viele für mich interessiert haben. Ich selber habe mich nie so wichtig genommen, als dass ich geglaubt hätte, es würde sich hier alles um mich drehen. Ja? Mein Anspruch war immer, was zu bauen, was größer ist als ich selbst. Ja? Und der eine Punkt, den es dazu braucht, ist, Überraschung, du brauchst herausragende Leute. Die habe ich. Ich habe ein großartiges Team, die fantastische Arbeit machen. Aber der zweite Job ist auch bei dir. Du musst diese Leute auch in die Rolle bringen, die Verantwortung zu übernehmen. Ja, ich merke einfach unendlich viele Chefs da draußen, die sich so ultra wichtig nehmen und glauben, alles können nur sie. Es ist irre. Ja, also es gibt ja wirklich da draußen Betriebe, die viele Mitarbeiter haben, die aber trotzdem zusperren, wenn der Chef auf Urlaub ist. Weil wenn der Chef nicht da ist, dann läuft ja nichts, ne? So nach dem Motto. Und das ist verrückt. Also erinnere mich 2017 für die Kurzkampagne 5 Monate von meinem eigenen Unternehmen abgemeldet. Und zwar komplett. Ja. Und das Unternehmen ist nicht nur weitergelaufen, es hat sich wunderbar in dieser Zeit entwickelt. Ja? Wahnsinn. Und der eine Teil ist also, du brauchst die Leute dazu, du musst ihnen aber auch
die Befähigung und den Rahmen und die Möglichkeit geben, diese Verantwortung zu übernehmen. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, ich habe wie ein Wahnsinniger, fast schon ja, Monk-mäßig, ja, immer getrommelt, dass ich hier nicht mich verkaufe, sondern einen Kampagnenansatz, ja, eine Methode verkaufe. Und ich weiß es noch damals, als wir die Corporate Identity für das Campaigning-Büro entwickelt haben, da waren die ersten Vorschläge, waren Madertaner, irgendwas, PM, whatever. Und ich habe gesagt, wollt ihr mich umbringen? Das ist das Letzte, was ich will, dass es um mich geht. Ja? Ja. Sondern was wir verkaufen wollen, ist eine Idee, ein Gedanke, eine Methode, ein Zugang. Und dann erfordert es irgendwann auch Disziplin und auch ja, wirklich Menschen auch mal ranzulassen. Ja? Und das fordert dann als Chef sicherlich heraus, ich verstehe das, aber man schafft das und wir haben es auch geschafft. Und heute ist es so, dass das Unternehmen Campaigning-Büro eigentlich getragen ist vom Führungsteam, von der Geschäftsleitung, die das Unternehmen in den drei Bereichen führen. Und, wenn ich das so sozusagen beobachten darf, von einer unfassbaren Klarheit, wer sind wir, was machen wir und was ist unser Produkt. Ne? Ja, und von einer Klarheit, an der wir ja jeden Tag noch immer arbeiten, muss man ehrlich sagen. Also, die ist ja auch aus meiner Sicht nie fertig. Ich glaube, wir haben die 798. Erzählung dessen, was wir tun. Ja? Also das ist nie zu Ende. Aber es stimmt, wir sind unglaublich diszipliniert dahinter, uns permanent zu hinterfragen. Also Arbeit am Unternehmen ist nicht nur mein Nummer-1-Job. Es ist mittlerweile auch ein guter Teil des Jobs der Geschäftsleitung. Wir sind da wirklich, also wir sind im Wochen- und Zwei-Wochen-Takt dran, also derzeit alle zwei Wochen ein halber Tag, ja, wo die Geschäftsleitung und das Führungsteam nur am Unternehmen arbeitet. Also wo wir wirklich nur an der Weiterentwicklung arbeiten. Und das ist aus meiner Sicht der Schlüssel. Ja. Bist du in deiner Grundhaltung ein optimistischer Typ oder ein Realist oder was bist du? Selbst ist das Glas ist schon fast leer, es ist bei mir noch immer halb voll. Ja. Was bedeutet Leistung in deinem Leben? Bist du Workaholic? Wie kann man dich wahrnehmen? Hast du auch Hobbys? Ich bin kein Workaholic, definitiv nicht. Ich mache gern Dinge, die mir Freude machen. Ich habe es vorhin gesagt, es geht wahrscheinlich sehr viel um die Frage, wie blickst du auf das drauf, was du tust? Und ganz ehrlich, macht mir 100% meines Jobs Spaß? Nein. Ja? Ich glaube, wer danach strebt, dass einem 100% des Jobs Spaß macht, wird relativ rasch in der Depression landen. Das gibt's nicht. Ja? Macht er mir zu einem unfassbar überwiegenden, mehrheitlichen Teil, riesigen Spaß. Ja, absolut, aber sowas von. Ja. Und also es geht, glaube ich, mehr um die Frage, wie blicke ich auf die Dinge drauf, die ich tue. Und ich tue sehr viele Dinge, die mir große Freude bereiten. Und wenn ich am Wochenende dann stundenlang wieder mal versinke in der Frage der Entwicklung eines neuen Geschäftsfeldes, dann gibt es Freunde von mir, die sagen, ja unglaublich, du arbeitest schon wieder. Gestern, glaube ich, am Rückflug jetzt von einer Reise gelesen, eine Karl Lagerfeld-Quote hat gesagt, das kann man nicht Arbeit nennen, das ist Freizeitgestaltung mit beruflichem Hintergrund. Ja? Ja, und so würde ich es wahrscheinlich bezeichnen. Ja? Also ich habe gesagt, für mich ist das eigentlich, ich mache das, was mir Spaß macht. Warum sollte ich das Stopp machen vor einem Wochenende? Das ist ja irre. Also, ja. Also ich glaube, da kann man sich auch fertig machen. Ich habe für mich heuer zum ersten Mal unendlich viel Urlaub gehabt. Also ich war, glaube ich, 10 Wochen Urlaub gehabt oder so. Ja? Also richtig, richtig ausgedehnt. Heißt das, dass ich in dem Urlaub nichts gemacht habe? Nein, heißt es nicht natürlich. Im Gegenteil, ich bin am produktivsten fast im Urlaub. Ja? Weil der Kopf frei ist. Weil der Kopf frei ist und weil es großartig ist. Und ich habe mich auch mittlerweile in diesem Jahr begonnen zu trennen von diesem Konzept Urlaub. Ja? Also, weil da gibt es ja dann Menschen, die sind in einem Urlaub, da darfst du deinen Laptop nicht aufklappen und du sollst nichts Berufliches lesen. Ja, warum sollte ich nicht? Was mir Freude macht, was mich interessiert, das ist ja irre. Ja? Ja. Und deswegen kann ich ja 10 Wochen Urlaub machen, weil da kommen die besten Konzepte raus. Das ist wunderbar. Also cool. Meine Leute sagen jetzt irgendwann schon, geh auf Urlaub und komm wieder mit guten Ideen zurück. Ja, super. Also, why not? Du hast gesagt, in unserem ersten Interview oder vielleicht heute auch, es gab sozusagen sehr, sehr starkes Wachstum im Campaigning-Büro. Ja. Ihr habt immer mehr Corporate-Kunden, die Produkte mit euch sozusagen kommunizieren wollen, beziehungsweise mit euch überlegen wollen, was ist die DNA, was ist die Core-Message, was ist eigentlich unsere Emotion, die wir vermitteln. Mhm. Dieser Wachstum, hast du gesagt, war gar nicht so schmerzhaft. Ne? Wir reden im Startup-Umfeld. Heuer, okay. Das wollte ich dich fragen. Hast du auch Situationen gehabt, wo du Ängste hattest, wo du Druck gespürt hast? Na, unglaublich. Schon? Na, unglaublich. Also Betonung war auf heuer, war es nicht so schmerzhaft. Ja, und das würden wahrscheinlich nicht mal alle meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschreiben, muss man auch sagen dazu. Bevor da sozusagen die Postings kommen der eigenen Leute. Nein, Scherz beiseite. Ich glaube schon, dass es so vorbereitet wie in diesem Jahr haben wir es noch nie hingekriegt. Also wir haben uns wirklich Ende letzten Jahres schon im Führungsteam und dann auch auf allen Ebenen des Unternehmens vorbereitet auf das, was kommt. Ja, deswegen, glaube ich, waren wir da heuer sehr gut unterwegs. Wir haben Wachstumsjahre gehabt, immer wieder von 50%, 70% und so weiter. Und die waren nicht alle lustig. Also wir haben zum Beispiel extrem lang gebraucht, bis wir herausgefiltert haben, wie wir
auch die kulturelle Homogenität des Unternehmens bewahren, trotz Wachstum. Das haben wir heuer zum ersten Mal richtig gut und systematisch gemacht. Ist uns der Knopf aufgegangen und wir sind draufgekommen, wie funktioniert das? Wir haben Jahre gehabt, da ist uns das Unternehmen kulturell, würde man sagen, fast flöten gegangen. Ja? Also wo wir einfach da nicht drauf geachtet haben und uns manche, oder uns, ich würde es noch konkreter sagen, mir, ja, manche Dinge entglitten sind, die dann fast dazu geführt hätten, dass mir eigentlich das Team gekippt wäre, wo wir dachten, okay, jetzt ist es vorbei. Ne? Also jetzt muss ich da einen Schritt setzen, wo uns 5 Menschen in Wahrheit verlassen, ja, weil es kulturell auch nicht passt und keinen Fit gibt. Das ist, wenn du ein Unternehmen bist mit 12 oder 14 Leuten, schon ein großes Thema. Also ja. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn da jetzt ein Effekt kommt, der plötzlich eine Kettenreaktion ausführt, dann haben wir gedacht, dann was vorbei, so schnell wie es begonnen hat. Ja? Also wir haben viele dieser Situationen gehabt. Wir haben, keine Ahnung, rechtliche Risiken gehabt. Ich erinnere mich nur an damals, als Safe Harbor gekippt wurde, wo wir dann egal genau ein paar Monate Zeit hatten, unsere eigene Software zu entwickeln, um da schnell unabhängig zu sein von der US-Software, die wir bis zu dem Zeitpunkt benutzt haben. Also es passieren immer Dinge, wo du dir denkst, Halleluja, jetzt ist wirklich Feuer am Dach, ja. Diese Software, Campaign Builder, glaube ich, heißt Campbell, das. Campbell, ja. Campbell, das ist ja eine Erfolgsgeschichte geworden dann. Ne? Ja, also wir sind natürlich nicht zufrieden, wie es gehört für ordentliche Unternehmer, ja. Aber wir haben eines schon geschafft, wir haben uns damit sehr unabhängig gemacht von Plattformen, die auf diesem Level im Regelfall nur in den USA stattfinden und damit nur von den USA aus integrierbar sind. Und das ist natürlich in einer Debatte um den europäischen Datenschutz, die mittlerweile ein anderes Level erreicht hat mit GDPR, ist das schon Voraussetzung. Und das haben wir Gott sei Dank damals erkannt, unter Anführungszeichen. Also wir wurden mit der Nase draufgestoßen durch das EuGH-Urteil von Safe Harbor und haben Gott sei Dank reagiert. Bist du auch selber gut organisiert? Machst du Sport? Wie ist dein Tagesablauf? Da trifft mich an einen wunden Punkt. Ich habe an dem Zeitpunkt, wo wir hier jetzt sprechen, zum ersten Mal wieder in meinem Leben eine Serie von 2 Wochen hingelegt, wo ich täglich auch körperliche Betätigung mache. Das ist aber, um ehrlich zu sein, die Ausnahme gewesen bisher in meinem Leben. Okay. Ich bin gut organisiert in dem Sinne von... Ich bin sehr kalendergetrieben. Ich komme aus einem Modus im Campaigning-Büro, wo ich wirklich nur noch Führungsaufgaben habe und deswegen mein Tag sehr kalendergetrieben ist. Also ich spule ein Terminprogramm ab und das ist immer wieder mal dann unterbrochen von längeren Thinking-Time-Sessions sozusagen, wo ich wirklich arbeite im Sinne von, ich entwickle Dinge weiter. Das ändert sich jetzt gerade wieder mit Business Gladiators, was eine große Herausforderung ist, da 2 völlig unterschiedliche Arbeitsmodi. Also beim einen bist du in der Helikopterperspektive, beim anderen stehst du knöcheltief im Gatsch, wie man so schön sagt. Ja. Das ist eine große Herausforderung, das jetzt unter den Hut zu bringen, habe ich noch nicht so ideal hingekriegt, aber ich arbeite dran. Ja. Ja, super, Philipp, vielen, vielen Dank. Das war ein bisschen persönlicher in diesem zweiten Einstieg, aber unfassbar viele Learnings wieder. Danke, dass du auch so offen bist mit uns und auch diese Fragen beantwortest. Mein Ziel ist, und das ist auch das Ziel von Business Gladiators jetzt, Unternehmerinnen und Unternehmern was mitzugeben. Und das setzt nicht nur Offenheit voraus, sondern auch, dass man die Erfahrungen teilt, die man gemacht hat. Und wenn mir das in einem kleinen Ausmaß gelingt, bin ich extrem dankbar und dir auch dankbar für die Chance, dass wir das hier machen können. Ja, gleichfalls. Also das war unsere zweite Serie. Wir werden in einer dritten, vierten, fünften Serie jetzt noch tiefer einsteigen in die Themen, die wir schon zum Teil angeschnitten haben. Stay tuned und wir werden euch natürlich informieren, wann die nächste Folge dann auf Sendung geht. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Danke.